Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute haben wir für euch das Kein Feature für Spastis Bundle von Algier. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kein Feature für Spastis, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus Album, T-Shirt und einem Poster. Wir starten wie immer mit dem Album an sich und werden das Ganze mal aus der Folie holen. So. Und dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze aus. Das Ganze war 2012 und das Debütalbum von Algier. Wir haben hier oben einmal das Label Blackline präsentiert. Algier, kein Feature für Spastis. Dann haben wir hier den guten Mann abgebildet, Algier mit schwarzem Hoodie. Und auf diesem lesen wir dann auch nochmal den Blackline Schriftzug. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Und hier auf der Seite lesen wir dann auch nochmal Algier, kein Feature für Spastis. So, auf der Seite ebenfalls Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl. Und was auffällt, es sind allesamt Solo-Tracks. Also scheinbar sind hier wirklich nur Spastis in der deutschen Rap-Szene, denn nachdem hier kein Feature angeführt ist, gibt es auch keins und somit wurde keiner gefeatured. Wir haben hier unten dann noch die Angaben zu Mix und Mastering und Lyrics und Rap, die natürlich von Algier kommen, Barcode und die Credits zum Album, also das Ganze über Blackline erschienen. Dann haben wir hier noch das Milf Hunter Logo von Algier, das ja mittlerweile sein Label geworden ist. Dann schauen wir mal ins Booklet. Wir haben hier einmal Algier in verschiedenen Posen. Einmal mit Zigarette, einmal ohne und natürlich diverse Tracks mit der Info, wer das Ganze produziert hat. Und spannender Fun Fact, wir sehen hier zum Beispiel, produziert von Virus K, genauso wie diese beiden Tracks hier. Das ist ja der gute Mann, mit dem sich Algier dann etwas zerstritten hat, wo es dann auch einen seiner berüchtigten Da Vinci Codes gab. Ich sage nur Thema Haribo. Ja, dann haben wir hier diverse Polaroid-Fotos von Supportern, die hier mit Milf Hunter Merch sich ablichten lassen haben und dann hier zu dieser Collage zusammengestellt wurden. Weitere Tracks und dann hier noch eine umfangreiche Danksagung. Jo, dann gehen hier noch Grüße raus, unter anderem die Metzgerin aus Oberbilk, die so aussieht wie von einem Horrorfilm. Okay. Der Penner vor meiner Haustür, der immer Zeitung klaut und die Junkies am Lessingplatz, die mit Flaschenpfand mein Album kaufen werden. Ja, das ist auf jeden Fall eine wunderbare Danksagung. Zum Abschluss auch nochmal Algier hier am Telefonieren. Dann schauen wir uns mal die CD an. Diese ist in schwarz und weiß gehalten. Sieht so aus. Und auf der Rückseite auch nochmals der gute Mann hier zu sehen. Mit Sonnenbrille. Dann kommen wir als nächstes zum Poster. Das Ganze sieht so aus. Also im Hochformat, recht kompakt, also nicht allzu groß. Und links haben wir den Algier Schriftzug. Dann haben wir ihn hier abgebildet mit Milf Hunter Shirt und Blackline College Jacke. Und oben haben wir dann auch wieder die Album Credits Blackline und Milf Hunter. Ja, vor einer Skyline hier abgebildet bei Nacht. Das Ganze im Hochformat und einseitig bedruckt. Ist vom Material her so ganz einfaches Papier, das hier bedruckt wurde. Und ja, wie gesagt, einseitig und im Hochformat. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann noch ein Shirt. Und wie sollte es anders sein? Auch hier natürlich ein Milf Hunter Shirt am Start. Das Ganze in weiß mit schwarz-rotem Aufdruck. Und bei diesem Shirt handelt es sich um ein Souls Regent in der Größe L.
schauen wir noch kurz Neckprint, nein, also hinten auch alles blank weiß. Und wir haben es zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich, kein Feature für Spastis mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr LGR unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.